Fernsehen, 22.18 Uhr heute Abend. Bei mir ist die Stimme ein bisschen weg, aber wir müssen über dieses Thema reden. Reduzieren, begrenzen, steuern. Will die Politik die Flüchtlingswanderung nach Deutschland? Das scheint nötig, denn 1 Million Neuankömmlinge im Jahr sind auch für ein reiches Land nicht leicht zu verkraften. Und immer noch ist unklar, was genau wir eigentlich schaffen wollen. Für wie viele Flüchtlinge schaffen wir Platz? Wollen wir ihnen vor allem Schutz geben? Wollen wir vor allen Dingen Wohnungen und Arbeit für sie bereitstellen? Was müssen oder wollen wir ihnen noch zumuten? Die Flüchtlinge harren zu lange in zu schlechten Notunterkünften aus. Liegt das nur daran, dass zu schnell zu viele kommen? Oder verstolpern die deutschen Behörden ohne Not schon die ersten Schritte in die Integration? Darüber müssen wir heute reden mit diesen Gästen. Ulrich Reitz, der Chefredakteur des Focus, warnt: Wer die Einwanderung nicht stoppt, wird bei der Integration versagen. Carsten Linnemann, der CDU-Politiker, sagt: Jeder weiß, dass der Flüchtlingszuzug begrenzt werden muss. Die Lage in den Kommunen ist dramatisch. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, erwidert: Wir brauchen keine Obergrenzen. Das wichtigste Thema ist jetzt die Integration der Menschen. Elias Bierdel, der Aktivist für Menschenrechte, sagt: Die Politiker haben die Realität seit Jahren ignoriert. Die Folgen sind verheerend. Kübra Gümüşay, die Journalistin, befürchtet: Rassismus und Fremdenhass nehmen zu. Das macht mir Angst. Und Firas Al-Habal, der Syrer, kam 2014 nach Deutschland und sagt: Arbeit und deutsche Sprache. Nur so können wir uns integrieren. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Andreas, kommt gleich mal zu mir an den Tisch. Toll, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind, das darf ich verraten, 23 Jahre jung und kommen aus Syrien. Und kamen vor 1,5 Jahren als Kontingentflüchtling aus Syrien. Wie lange mussten Sie auf Ihre Ausreise aus dem Libanon warten? Ich habe eigentlich 1 Jahr und 8 Monate gewartet. Ich habe in die erste Woche vor mich in Libanon meinen Antrag gestellt. Und nach die 1 Jahr und 8 Monate kam ein Anruf, dass bin ich akzeptiert, nach Deutschland zu kommen. Und dann wurden Sie nach Deutschland geflogen? Ja. Und kamen nach Bautzen? Genau. Von Beirut nach Bautzen unterleben und arbeiten Sie heute immer noch? Ja, jetzt, ich wohne noch in Bautzen. Ich habe Arbeit gefunden auch in Bautzen und ich finde mein Leben in Bautzen auch. Ja. Ganz schön und aufregend natürlich. Ja. Sie sprechen ein tolles Deutsch. Wie lange hat das gebraucht bei Ihnen? 4, 5 Monate habe ich beginnt, Deutsch zu sprechen. Und meine Freunde in Bautzen haben mich geholfen, viel auch. Meine Arbeitskollegen in die Schule. Und das hat alles mir geholfen. Die Nachbarn auch. Die Nachbarn natürlich. Ja. Sie arbeiten in einer Flüchtlingsunterkunft. Genau. Sie helfen frischen, neuen Flüchtlingen, sich hier zurechtzufinden in Deutschland, in dieser verrückten Bürokratie und in diesem völlig neuen Land. Ja. Was sind die größten Sorgen, die die Menschen haben? Die Menschen, die kommen zu uns, die wissen nichts. Die wissen, wie das geht, wie das läuft, wie die Asylverfahren geht, wie lange dauert es, wie lange dauert, bis er kriegt sein Asyl in Deutschland, der Mann, und wie kann er seine Familie nach Deutschland bringen. Man lässt hinter ihm seine Familie, Frau und Kinder, und fragt nächste Woche, nächste Monat, nach 4 Wochen, nach 4 Monaten, und man kann keine Antwort geben. Ja, weil manchmal dauert lange und manchmal dauert nicht. Eben weniger lange. Ja. Und es gibt eigentlich kein System. Genau. Gibt es Leute, die kommen zu uns, die sitzen bei uns 1 Monat, die kriegen Asyl und Fingerabdruck, alles erledigt und gehen weg, beginnen das Leben hier in Deutschland. Gibt es Leute, die sitzen bei uns 14, 15 Monate, die haben noch nichts gekriegt. Und die warten noch. Die kommen zu uns und fragen, was sollen wir tun, was können wir machen. Wir helfen, wir schreiben ein E-Mail, Brief, wir schicken ein Fax mit der Hoffnung, das hilft. Aber bis jetzt, die warten noch. Und Sie warten noch. Wie viele Flüchtlinge gibt es aktuell in Ihrer Flüchtlingsunterkunft? Wir haben zwischen 2030 und 2040. Das kommt darauf an, kommt neue Leute, geht ein paar Leute und so.
Die Geschichte Ihrer Familie muss auch noch erzählt werden, Firas. Ihr Vater ist auch in Deutschland? Ja, er ist im August nach Deutschland gekommen. Wie alle anderen, von Türkei Schlauchboot nach Griechenland und dann Serbien, Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich und dann Deutschland. Und ist da noch in einem Erstaufnahmelager? Er hat seit einem Monat einen Transfer gekriegt nach Leipzig. Und jetzt versuche ich, dass ich kann ihn nach Bautzen bringen. Und ich das ist noch. Bis jetzt noch nicht geglückt. Nee. Und die Mama ist noch in der Türkei? Genau, ja. Und wie geht es ihr da? Sie geht gut, sie ist dort mit meiner Schwester. Und sie wartet auch, bis sie meinen Vater wieder sieht. Und es irgendeine Chance gibt, die Familie wieder zusammenzuführen. Ja. Sie sind ein sogenannter Kontingentflüchtling. Das heißt, Sie sind für 2 Jahre in Deutschland geduldet. Wann können Sie eine neue Duldung beantragen? Ich muss eigentlich im Januar meinen neuen Aufenthaltstitel beantragen. Ich habe gefragt, was bekomme ich, was kann ich tun? Und die Antwort war, du kriegst 2 Jahre. Wie die erste. Und ich habe gefragt, wann darf ich die Niederlassungserlaubnis beantragen, die Lebenslangvisum. Und die Antwort war, nach 8 Jahren erste. Und ich habe gefragt, ich habe gelesen, die gibt es neue Regeln, dass die Flüchtlinge nach 3 Jahren, wenn die können Deutsch oder Arbeit, wenn die können Deutsch sprechen und haben Arbeit, die dürfen das beantragen. Und die Antwort war, dass es die Flüchtlinge, die kommen illegal nach Deutschland, vor die Kontingentflüchtlinge, die dürfen nur nach 8 Jahren in Deutschland das beantragen. Weil wir als Kontingent, wir haben kein Bleiberecht in Deutschland. Und die anderen, die illegal herkamen? Die anderen, das passiert nach 3 Jahren automatisch. Ja. Das ist egal, ob haben sie Deutsch gelernt oder haben sie Arbeit oder... Und da stehen Sie dann vor einem neuen Kampf. Firas, toll, dass Sie heute bei uns sind. Kommen Sie mit in die Runde, bitte. Und ich nehme mein Glas Wasser mit. Frau Dreyer, wenn man sich den Fall von Firas anschaut, hat Integration eigentlich perfekt geklappt. Er spricht nach 1,5 Jahren ein gutes Deutsch. Er hat einen Arbeitsplatz, nämlich er ist Guide für andere Flüchtlinge in diesem Land. Warum haben wir das nicht viel früher erfunden? Menschen nicht durch dieses Asylverfahren zu schicken, und zwar in Hunderttausenderzahl, sondern sie mehr über die Kontingente hierher zu. Ja, die Diskussion geht ja auch im Moment wieder um die Frage Kontingentflüchtlinge. Das ist sicherlich, finde ich, auch die richtige Diskussion. Hier nicht die richtige Diskussion ist die Frage, über Obergrenzen zu streiten, weil es eine Scheindebatte ist, aber über die Frage zu diskutieren, kann Deutschland nicht in großen Kontingenten Flüchtlingen abnehmen? Das ist der richtige Weg. Es ermöglicht den Menschen zu kommen auf einem guten Weg, ohne große Gefahren aufzunehmen. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, den Zustrom ein ganzes Stück weit zu steuern. Und danach, ich glaube, es sehen sich auch viele in Deutschland. Es wäre sicherlich auch für uns alle hilfreich, aber es wird beiden dienen, den Flüchtlingen und eben auch unserem Land. Herr Reitz, bei dem Chaos in Bezug auf das Hineinlassen, Prüfen, wieder rausschicken oder akzeptieren oder dulden, kann man den Menschen übel nehmen, dass sie sich selber ihren Platz in diesem Land versuchen zu suchen? Das sollten die mal machen. Also ich meine, das ist ja ein wunderbares Beispiel. Wie war das? Niederlassungsrecht? Erlaubnis, ja. Erlaubnis. Sehen Sie, Sie wissen mehr als ich. So, und vielleicht hat bei Ihnen hat offensichtlich die Begegnung mit der deutschen Bürokratie noch nicht mal zu einem Schock geführt. Ja, ich fände es ganz prima, wenn diejenigen, die eine Chance haben, hier zu bleiben, weil sie eine Chance haben, anerkannt zu werden, in welchem Status auch immer, ob als rechtmäßig anerkannter Asylbewerber oder eben als Kontingentflüchtling, wenn man die möglichst schnell in Arbeit bringt. Wenn man sie in Arbeit bringt, bringt man sie in Integration und wird am Ende erfolgreich sein. Ganz wichtig ist aber, dass man eben, und da sehe ich eigentlich zwischen SPD und Union keinen fundamentalen Widerspruch mehr, dass man einfach sagt, man muss trennen zwischen denen, die keine Chance haben, hier bleiben zu können, und eben denjenigen, die eine dauerhafte Bleibemöglichkeit haben. Wenn man das macht, was zu Härten führt, das muss man auch wissen, deswegen hat es Jahre gedauert, bis diese Diskussion stattfindet, weil niemand wollte Bilder haben, zum Beispiel von Abschiebungen. Die werden wir aber dann produzieren. Und die sehen nicht gut aus, solche Bilder. Und dann sind wir trotzdem noch mal bei der Frage, Herr Lindemann, wir holen Sie erstmal alle rein. Die Menschen sind dann erstmal alle da. Dann prüfen wir sie, wir brauchen lange. Dann werden sie zum Arzt geschickt, dann werden Anträge gestellt. Und dann entscheiden wir in einem wahnsinnig langen Prozess, ob sie bleiben dürfen, geduldet werden, eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, all diese schönen Begriffe dafür. Warum muten wir den Menschen das zu?
Warum haben wir nicht, wie vor 2 Jahren, nach den 5.000 und den 10.000 Kontingenten auch für Deutschland noch mal ein Kontingent erfunden? Weil Europa mitmachen muss. Das ist die Lösung mit Kontingente. Spricht nur jeder aus. Es ist trotzdem irreführend. Weil es kann nicht sein, dass nur Deutschland alle Kontingente aufnimmt und alle sich sonst in der Europäischen Union der Verantwortung entziehen. Da gibt es Staaten wie Polen, die gar nicht mehr mitmachen. 14, 15 Staaten machen nicht mit. Da gibt es ein Land wie die Slowakei, die klagen jetzt vom Europäischen Gerichtshof wegen 1.000 oder 2.000 Flüchtlingen. Das ist das Problem. Ich glaube, Europa muss sich jetzt zusammenreißen. Europa steht wirklich jetzt vor einer Existenzfrage, wenn man denn so will. Scheitert es oder scheitert es nicht? Und die Kontingente sind genau die Lösung. Erstens legen wir den Schleppern das Handwerk und zweitens wissen wir, wir machen die Prüfung dort. Das heißt, dieses ganze Verfahren musst du hier nicht durchmachen und du kannst direkt dich integrieren. Super, so muss es sein, aber bitte mit Europa und nicht ohne. Ist das? Elias Birdel ist bei uns, ein großer Kämpfer und Aktivist für Menschenrechte und die Flüchtlinge. Herr Birdel, ist das tatsächlich eine Lösung und ist es nur dann eine Lösung, wenn die europäischen Grenzen dann am Ende dicht sind? Weil nur dann machen Kontingente auch Sinn. Ja, hier werden jetzt ein paar Sachen einfach mal auch unterschlagen, die mich besonders bedrücken über die Jahre. Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren, befasse ich mich mit den europäischen Außengrenzen. Ich war die letzte halbe Jahr war ich auf der Insel Lesbos, konnte mir das sehr deutlich vor Augen führen, wie es eben abläuft. Und hier wurde es eben erwähnt, der Vater kommt jetzt hinterher und der muss irgendeines dieser Schlauchboote besteigen, um bei uns um Schutz und Hilfe bitten zu dürfen. Das ist der Kern, worum es geht bei diesen Asylfragen. Jemand, der aus Syrien stammt, der bei uns, dem wir ja Schutz und Hilfe auch anbieten, hat aber keinen legalen Weg. Er kann nirgendwo anders. Kommt und an illegal, der Insel, um dann hier... Ja, wir nennen das dann illegal. Was für ein Wahnsinn, was für eine Heuchlerei. Ich möchte es nochmal sagen, von der Insel Lesbos, da sieht man es so deutlich, es sind nur ein paar Kilometer rüber zur kleinen asiatischen Küste, zur türkischen Küste. Da fahren die Fähren jeden Tag hin und her. Für die Touristen, die Flüchtlinge, syrische Familien dürfen nicht auf diese Fähren. Die stehen da mit ihren Kindern, weil die Europäer würden sie nicht von Bord lassen. Und darum zwingt man sie in die Schlauchboote. Sie müssen da zunächst noch mal ihr Leben riskieren, bevor wir dann mit ihnen hier weiter überhaupt uns unterhalten müssen. Das finde ich muss sich ändern. Und wir haben mit diesem praktischen Beispiel anfangen wollen, um genau die Frage zu stellen. Ja. Wie bringt man die Menschen erstens aus der Illegalität und wie findet man zweitens eine gute Lösung, um sie fair zu behandeln? Jetzt reden wir drüber. Wenn es keinen legalen Zugangsweg gibt, das ist das Entscheidende. Wenn wir über die Bekämpfung der Schlepperei sprechen, da hoffe ich, dass Sie mir zustimmen. Wenn wir einen legalen Weg hätten, dann gibt es nicht mehr dieses Bedürfnis oder diese Not, dass man sich an jemanden wenden muss, der einem irgendwie weiterhilft. Dann könnte man legal reisen und die Schlepperei ist am selben Tag erledigt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir aber schicken jetzt, und das ist ein schlimmer Rückfall für mich in Zeiten, vor denen ich hoffte, dass sie eigentlich vorbei sind, wir schicken jetzt wieder die Kanonenboote los. Tatsächlich mit dem Auftrag, die Schlepperei zu bekämpfen. Und darüber müssen wir uns einfach klar sein. Wenn die Europäische Union es nicht schafft, hier tatsächlich andere Verfahren einzuführen, dann können wir für die Sicherheit der Menschen nichts tun. Jedenfalls ganz bestimmt ist es eine schlechte Idee, dass wir das mit militärischen Mitteln tun. Unter dem Vorwand, wir wollten die Schlepperei eindämmen. Wobei auch noch die Frage ist, wo die Milliarden mit der Schlepperei wirklich verdient werden. Ob das in Afrika ist oder nicht vielleicht doch auch in Europa. Ja, dann müsste man auch... Kuba Gümüşay ist bei uns. Was wir momentan tun, Frau Gümüşay, ist etwas ganz anderes. Wir wollen begrenzen, beschränken, wir wollen steuern, weil mittlerweile fast 1 Million Menschen hier nach Deutschland gekommen sind. Es gibt aktuell eine Umfrage, auch unter Deutschen mit Migrationshintergrund, die zu 64% sagen, dass sie finden, dass genug Flüchtlinge in Deutschland sind. Finden Sie das auch? Das Problem ist, oder eigentlich spricht das eigentlich nur dafür, dass die sehr gut integriert sind, die Menschen, die dort befragt worden sind. Denn die Grundstimmung im Land ist genau so eine. Wir haben eine Stimmung kreiert nach dem Motto, wir haben viel zu viele Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge sind, zunächst einmal war das ein sehr positives Bild. Das waren sozusagen so Übermenschen, das waren tolle Leute. Menschen, die sehr viel gelitten haben. Menschen, mit denen wir Mitleid hatten. Das hat plötzlich umgeschlagen in ein Bild von rassistischen, antisemitischen, sexistischen Männern und vor allem Männern, aber auch Frauen und Kindern, die eigentlich nur auf unserer Tasche liegen wollen. Und da ist es kein Wunder, dass selbst Menschen, die vielleicht selber diese Geschichte haben oder sehr nah an diesen Menschen vielleicht dran sind, einen solchen Eindruck haben. Und das, finde ich, gibt mir sehr viel zu denken, dass selbst solche Menschen ein solches Bild haben. Das sollte uns zu denken geben, was für ein Bild schaffen wir und wie sollen wir in der Zukunft zusammenleben, wenn das die Grundstimmung in unserem Land ist. Wenn Sie sagen, der Flüchtling...
Wenn Sie sagen, der Flüchtling soll eine Art Übermensch in den deutschen Augen sein, was kann man von ihm verlangen, was kann man nicht von ihm verlangen? Wo finden Sie, es geht so weit? Ich finde, wenn man von Flüchtlingen verlangt, dass sie anders sind als alle anderen, dann hat man schon zu viel verlangt. Mhm. Wenn man von ihnen verlangt, dass sie besser Deutsch sprechen, dass sie sich engagieren, dass sie studieren. Und das haben ja sehr viele Generationen von Flüchtlingen in der Vergangenheit auch schon getan oder Menschen mit Migrationshintergrund. Und dennoch haben wir nicht erlaubt, dass sie als Deutsche gesehen worden sind. Sie wurden trotzdem zu Fremden. Auch wenn sie sich deutsch gefühlt haben, gab es alle paar Meter jemanden, der sie daran erinnert hat, dass sie in diesem Land fremd sind. Wo wir aufhören müssen, ist, von diesen Menschen zu verlangen, dass sie Übermenschen sind. Wir müssen sie so nehmen, wie sie sind. Sie werden ihre Macken haben, ihre Talente haben, ihre Makel haben, ihre Eigenheiten haben. Sie werden vielleicht ein bisschen eigenbrötlerisch sein oder offen und aufgeschlossen. Das kann alles sein. Das sind Menschen, primär. Und wenn wir so auf sie zugehen, dann gehen wir auf Augenhöhe auf sie zu. Ein zweites Problem, nämlich, das wir haben, ist, dass wir als Gesellschaft nun angefangen haben, Probleme, die inhärent sind, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, auf die neu dazugekommenen abladen und so tun, als würden sie diese Probleme importiert haben. 90% der antisemitischen Gewalttaten in Deutschland gehen von Rechtsextremisten aus. Trotzdem haben wir den Eindruck, die größten Antisemiten seien in Deutschland Muslime oder Neuzugewanderte. Das ist ein großes Problem in der Wahrnehmung, das wir haben. Denn damit schaffen wir ein sehr einseitiges, stereotypes Bild dieser Menschen und erlauben ihnen auch nicht, da herauszubrechen. Mhm. Es ist nämlich viel einfacher, sich in Rollen zu fügen, statt gegen sie aufzubegehren. Deshalb müssen wir, wenn wir auf Augenhöhe diesen Menschen begegnen wollen, eingestehen, dass diese Probleme auch unsere Probleme sind. Und wir müssen uns unsere Werte gegenseitig beibringen. Klar. So einfach ist das. Manche sagen, sie sind so einfach. Firas, die Menschen, die Sie betreuen, jetzt in Bautzen, haben auch da Männer und Frauen Sorge, dass nicht mehr allen geholfen werden kann? Dass Deutschland die Politik ändert? Jetzt die Männer, die sind bei uns, die haben die große Angst, wegen gibt es Geschichte und die Leute hören Nachrichten, dass vielleicht die Familiennachzug, Familienzusammenführung wurde geschlossen, nicht mehr. Nicht mehr stattfinden. Ja. Mhm. Und die Leute sagen, was machen wir dann? Gehen wir zurück, bleiben wir hier, bringen unsere Familien illegal, wie wir gekommen sind. Mhm. Und die fragen mir immer, ist das richtig oder falsch? Ich sage, ich weiß es nicht, weil das ist noch nicht klar. Und es ist noch nicht entschieden. Und darüber wird in der Großen Koalition immer noch gestritten. Frau Dreyer, in welche Richtung? Zweites Asylpaket ist noch nicht verabschiedet in diesem Jahr und wird nicht verabschiedet werden, weil es unter anderem um den Familiennachzug immer noch einen großen Streit gibt. Was glauben Sie, wie kann man das auflösen? Es gibt eine ganz klare Verabredung unter den Parteivorsitzenden, dass nämlich die Syrer ausgenommen sind von der Aussetzung des Familiennachzuges. Und das ist auch richtig aus meiner Sicht. Es kann doch nicht in unserem Interesse sein, dass die syrischen Männer in unser Land kommen und die Familien zu Hause unter Gewalt, unter Bürgerkriegsflüchtlingssituationen leiden und ihre Kinder auch. Das ist auch kein menschliches Bild von Familie. Wir können auch nicht in Deutschland permanent die Familie predigen als etwas sehr Wertvolles, was ich auch so sehe, aber unseren Flüchtlingen verbieten, dass sie ihre Frauen und ihre Kinder nachholen. Wir sprechen von der Kernfamilie, also von der Ehefrau und den minderjährigen Kindern. Und ich finde das wirklich keine gute Debatte in Deutschland, dass wir darüber uns unterhalten. Bei allem Verständnis für das Thema Zustrom, Zustrombegrenzung, auf das Thema Familie zu gehen, ist falsch. Und wir wollen auch nicht, dass nur die jungen Väter in unserem Land sind, sondern wir wollen, dass sie mit ihren Menschen, mit ihrer Familie hier wirklich leben können und sich auch hier gut integrieren können. Und es geht auch nur mit ihnen zusammen, sich gut zu integrieren. Die Einzelfallprüfung. Sie sagen dazu bitte auch gleich noch was. Einzelfallprüfung heute ging durch die Nachrichten. Thomas de Maizière, der Innenminister, möchte, dass die syrischen Flüchtlinge alle wieder einzeln geprüft werden, dass das Asylverfahren bei jedem Einzelnen auch in aller Gänze zutage tritt. Macht das auch nicht alles wieder viel kompliziert? Erschwert es die Dinge nicht noch wieder viel mehr? Also erstmal finde ich es wichtig, dass wir eine genaue Registrierung machen, wenn wir keine Einzelfallprüfung machen. Dann muss der Flüchtling einfach DIN A4-Bogen ausgeben und ausschreiben und unterschreiben und abgeben und dann ist er anerkannt. Bei einer Einzelfallprüfung. Das war das verkürzte Verfahren genau, jetzt. Genau, und jetzt soll es wieder eine Einzelfallprüfung geben, dass es auch zu einem Gespräch kommt, dass genau geschaut wird, kommt er wirklich aus Syrien, viele haben keine Pässe mehr. Und das muss meiner Meinung nach kontrolliert werden in einem Rechtsstaat. Wir müssen wissen, wer zu uns kommt, wer in diesem Land ist. Und deswegen halte ich die Einzelfallprüfung von Thomas de Maizière für richtig und finde es auch gut, dass er das heute wieder durchgesetzt hat. Und nun haben wir trotzdem dieses ganz praktische Problem.
Aber vielleicht darf ich noch eins sagen, Frau Illner. Weil es ging nicht ums Thema Durchsetzen. Das möchte ich jetzt unbedingt klarstellen. Okay. Weil das Thema nach den schrecklichen Attentaten in Paris, war das Thema, dass man bei den Syrern jetzt wieder auf eine Einzelfallprüfung geht, relativ unumstritten, zumindest unter den großen Parteien. Es geht nur und ausschließlich um das Thema, fallen dann auch die syrischen Flüchtlinge auch in diese Ausnahmesituation des Familiennachzugs. Und das ist eine andere Diskussion, dass wir sagen, der Sicherheit zuliebe wollen wir jetzt schnellstmöglich, wer hier ist, das ist absolut d'accord. Und das kann ich auch unterschreiben. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, Herr Reitz, dass wir weiter damit rechnen müssen, dass viel Zeit vergeht, bis die Menschen in eine Arbeit sind, bis sie in Sprachkursen sind, bis sie aus diesem eigentlichen Verfahren raus sind. Der gesamte Rechtsstaat im Bereich Asylflüchtlinge ist gemacht für viel kleinere Zahlen. Und dann hat man es auch im Griff und dann würde es auch einigermaßen funktionieren. Die Probleme kommen daher, dass jetzt auf einmal in kurzer Zeit sehr viele Menschen kommen und eine Bürokratie auf allen Ebenen, insbesondere in den Städten, dramatisch überfordert ist. Es gibt übrigens einen riesengroßen Unterschied bei der Frage der Bewältigung dieser Dinge. In Städten, wo Geld ist, Städte, die wohlhabend sind, ganz egal, wer sie regiert, also ob SPD oder Union, die kommen viel besser damit klar. Ich habe mit Herrn Reiter geredet, der regiert München, ist aus der SPD. Keine Probleme, die kommen gut klar, die haben in der Vergangenheit gut gewirtschaftet, da ist Geld in der Stadt, die kriegen sie gut verteilt, alles prima. In anderen Städten, wo Geld ist, ist es auch. In den Städten, die unter Notverwaltung stehen, die kein Geld haben, die eigentlich pleite sind, die haben es jetzt natürlich dramatisch schwer. Und wenn man dann lesen kann, dass in Städten wie auch Berlin einfach Turnhallen geräumt werden müssen, Leute, die da Basketball spielen, werden dann aufgefordert und müssen da rausgehen innerhalb von 2 Stunden, weil dann Flüchtlinge da reinkommen. Das ist natürlich, kalt gesagt, ein Managementfehler. Vielleicht geht es mal nicht anders, aber eigentlich würde man von der deutschen Verwaltung erwarten, dass sie sowas besser in den Griff kriegt. Und ich kann auch nicht verstehen, überhaupt nicht verstehen. Wir haben hier Europas größten Abenteuerspielplatz in Berlin. 355 Hektar Tempelhofer Feld. Stimmt. Können Sie mir mal sagen, was das ist, warum man nicht hingeht und auf dieses nicht bebaute Feld, wo ich oft genug laufen gehe und sehe da in gähnende Leere, warum es nicht gelingt, auf diesem Feld jetzt anständige Städte zu bauen, für winterfeste Städte für Flüchtlinge und die da anständig unterzubringen, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Okay, ist das Problem, nur um noch mal nachzufragen, ist das Problem in Ihren Augen, dass zu viele zu schnell kamen? Oder ist das Problem, dass unsere Bürokratie auch über all diese Zeit nicht in der Lage war, eine ordentliche Software zu erfinden, mit Pässen, der man die Menschen zum Beispiel Pässen ausgestattet? Es dauert bis zum Sommer, bis die so einen Pass haben. Ne? So einen bis man einen Flüchtlingsausweis hat, der dazu führt, dass man einen Datenabgleich von Bundesland zu Bundesland machen kann, was irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist. Normal. Dauert jetzt bis zum Sommer. Kann doch nicht sein, oder? Ich glaube auch, was Sie eben gesagt haben, ist ja richtig. Wir haben über Jahre hinweg eine Mentalität gehabt, wo wir gesagt haben, es fing ja an mit der türkischen Einwanderung von Gastarbeitern, dass wir gesagt haben, die gehen wieder. Dann haben wir irgendwann begriffen, die gehen aber nicht, die bleiben wieder. Und wenn wir jetzt es richtig machen wollen, dann müssen wir vom ersten Moment an sagen, diejenigen, die eine Aussicht haben, zu bleiben, die bringen auch ihre Familien mit. Die Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Da kann man auch nicht jetzt mal einfach so sagen, nö, die dürfen da keine Familie mitnehmen. Aber diejenigen, die eine Aussicht haben, bleiben zu können, denen kann man auch einen Job geben. Dass das schneller gehen muss, unbürokratischer gehen muss, hat Frau Merkel gesagt. Die hat aber leicht reden, weil die sitzt in der Bundesregierung und steht ihr vor. Entschieden wird die Nummer aber in Dörfern und Städten in Deutschland. Und da ist auch mal ein bisschen was retten hier, da oder? Da ist ein anderes Regieren und ein anderes und Agieren. Aber vielleicht gucken wir interessanterweise mal, damit wir da genau hinschauen können, was zwei Ministerpräsidentenkollegen von Ihnen, Frau Dreyer, in der jüngsten Zeit gesagt haben. Die sehen sich nämlich tatsächlich in ihren Ländern am Ende ihrer Möglichkeiten. Schauen Sie mal, so geht es. Frau Dreyer, was macht es für einen Sinn, von Bundesland zu Bundesland festzulegen, wie viel jeder schafft? Ehrlich gesagt macht es aus meiner Sicht ziemlich wenig Sinn.
Ich habe gar kein Verständnis für diese Obergrenzendebatte. Ich weiß, dass es den Wunsch gibt, den habe ich auch, dass wir den Zustrom gebremst bekommen und ihn auch ein Stück weit zurückhaltender aufnehmen müssen. Und deshalb arbeiten wir an der richtigen Stelle, nämlich an internationalen Lösungen. Das ist ein Skandal, dass in den Nachbarländern von Syrien Millionen von Menschen sitzen, keinen Schutz bekommen, weil nicht genug Geld ist. Und wir müssen Europa regeln, das gehört alles dazu. Und dann können wir auch Einfluss nehmen auf den Zustrom. Mhm. In Deutschland ist wichtig, dass wir wirklich das Management gut machen. Ich würde behaupten, für unser Land, und es geht bei vielen Kollegen so, dass wir eine absolut positive Routine inzwischen haben, die Menschen aufzunehmen, gut zu versorgen. Und für mich ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir auch sofort mit der Integration beginnen derer, die bei uns bleiben. Das tun wir auch in der Erstaufnahme, erste Sätze sozusagen auf Deutsch, aber möglichst schnell eben auch Integration in Ausbildung, Arbeit, in Praktikumsplätze und so weiter. Und so kann es auch was werden und so wird die Akzeptanz auch größer, wenn man weiß, das sind Menschen, die bleiben bei uns länger, egal wie lange. Und da sorgen wir dafür, dass sie auch ganz schnell die Kita, die Schule, alles, was wir tun können, dass ihnen das auch ermöglicht kommen wird. Herr Linnemann, schauen wir nach Paderborn, eine dolle Stadt, aus der Sie kommen. Wie viel könnte Paderborn schaffen? Legt jetzt jede Stadt für sich selber fest, wie viel sie hinkriegt? Nein, aber es ist doch offenkundig, wenn man mit Bürgermeistern spricht, dass die Kapazitäten nicht unendlich sind, sondern endlich. Paderborn hat 150.000 Einwohner, knapp 3.000 Flüchtlinge. Im letzten Monat, im Monat November, sind 600 gekommen. Im Oktober 300, 400. Das heißt, die Stadt ist damit beschäftigt, jetzt erstmal Unterkünfte zu finden. Und dann kann man nicht mehr eigentlich dezentral müsste man ja eigentlich es organisieren, dass wir nicht die Fehler machen wie früher. Das kann man gar nicht mehr. Man ist in alten Baumärkten, man ist in Hallen und so weiter unterwegs und sieht, wir können uns gar nicht mit der Integration, Herr Reitz, was Sie sagen, beschäftigen, weil wir erstmal mit der Situation beschäftigt sind, die Menschen überhaupt unterzubringen. Deswegen ist es zu viel. Und ich verstehe auch die ehrenamtlichen Helfer. Da sind 500 in Paderborn, die natürlich sagen, auch wir sind irgendwann an den Grenzen. An dieser Stelle muss man mal sagen, das sind doch die Leute, die fragen, habt ihr einen Plan für die Integration, für die Sprachkurse? Wie wollt ihr das machen? Und wenn wir dieses Engagement nicht hätten, das muss man auch mal sagen, die staatlichen Strukturen wären kollabiert, die wären gar nicht mehr da, die würden das gar nicht schaffen. Und deshalb würde ich sagen, wir sollten das sehr, sehr ernst nehmen, diese Rufe aus der Kommune. Natürlich gibt es nicht die und die Zahl, das ist klar. Aber die Kapazitätsgrenzen sind da. Viele Kommunen sind am Limit, einige noch nicht, einige sind es. Und das sollten wir ernst nehmen. Und deswegen muss der Zustrom, der ungesteuerte Zustrom, gestoppt werden. Und vielleicht schauen wir uns vorher noch mal an, welche Pirouetten alleine in der letzten Zeit im Wort, also verbal gedreht wurden, um das irgendwie politisch auszudrücken. Schauen Sie mal. Herr Reitz, kommen wirklich weniger Flüchtlinge, wenn man eine Obergrenze formuliert und alles beim Alten lässt? Durch das Formulieren einer Grenze passiert erstmal gar nichts. Mhm. Frau Dreyer hat gesagt, man muss im Außenpolitischen eine Lösung schaffen, ja. Haben wir hier schon viel diskutiert? Haben wir viel diskutiert hier, aber der... Wann ist zu viel, ist die Frage. Wann ist zu viel, wenn die Gemeinden und die Helfer sagen, wir schaffen es nicht mehr, dann wird zu viel. Wir haben bei 400.000 Anfang der 90er Jahre einen dramatischen Eingriff erlebt in unser Asylrecht. Mhm. Wenn Sie diesen Einspieler ernst nehmen, dann würde ich sagen, wir haben in einem halben Jahr einen anderen Artikel 16 Absatz 1, weil derjenige, der sagt, ich möchte eine Grenze festlegen über Kontingente, oder derjenige, der sagt, ich brauche ein europäisches Asylrecht, der kann ein Asylrecht wie das deutsche Asylrecht, das eine Einzelfallprüfung vorsieht, nicht mehr gelten lassen, weil das mit dem europäischen Recht nicht vereinbar ist. Kollidiert. Gut, dann sind wir trotzdem bei der sehr logischen Frage. Herr Linnemann, ginge es den Flüchtlingen, die heute hier in Deutschland sind, besser, wenn sie wüssten, wie viele Flüchtlinge nächstes Jahr kommen? Was löst das an aktuellen Problemen? Der Bürgermeister hat es mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Herr Linnemann, eigentlich brauchen wir jetzt mal eine Atempause. Eigentlich brauchen wir mal ein Jahr Pause, dass wir jetzt mal mit der Integration uns beschäftigen können und nicht den ganzen Tag uns die Frage stellen, wo gibt es noch Notunterkünfte? Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Wir sind im Moment überfordert. Und wenn wir uns überfordern, dann können wir am Ende des Tages nicht mehr helfen. Und deswegen brauchen wir eine ehrliche Debatte. Und ich meine, Frau Merkel hat ja recht. Natürlich müssen die Außengrenzen der EU, wir sagen es ja alle, gesichert werden, kontrolliert werden. Aber wenn sich jetzt alle EU-Länder rausziehen und Deutschland immer noch diese Magnetwirkung hat, dass es gar nicht mehr um Sicherheit geht, sondern möglichst nach Deutschland zu kommen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir auch
andere Signale senden müssen. Und ich glaube, diese Signale fehlen im Moment. Verstehen Sie die Diskussion in Deutschland und denken Sie, dass uns eine Obergrenze in irgendeiner Hinsicht helfen würde? Nein, im Gegenteil. Und ich finde es auch sehr schade, dass wir die Debatte in dieser Art und Weise führen. Und Ihre Begründung finde ich auch falsch, weil damit sagen wir, wir wollen nach unseren Grundgesetzen nur dann leben, wenn auch andere europäische Länder mitziehen. Es kann nicht sein, dass wir unsere Ideale nur dann leben, wenn andere sie genauso leben. Wir müssen in dieser Hinsicht Vorbild sein. Und ich finde es falsch, dass wir diese Debatte ständig über Grenzen führen. Wir haben bestimmte Ideale, wir haben unser Grundgesetz und das müssen wir auch umsetzen. Und wenn wir halt von dieser Krise sprechen und Überforderung, Syrienkrieg gibt es nicht seit gestern. Das könnte man erwarten. Es gibt durchaus viele Möglichkeiten, die Kommunen zu unterstützen, die vielen Helferinnen und Helfer zu unterstützen in ihrer Arbeit, das Ganze zu strukturisieren und wirklich Strukturen zu schaffen, die das nachhaltiger umsetzen können. Ich finde, die Politik ist da gescheitert und muss auch jetzt, statt die Debatte dahin zu lenken, oh, jetzt haben wir zu viele Flüchtlinge hier, jetzt müssen wir Grenzen einführen. Nein, die eigentliche Debatte ist, wie können wir unsere Ideale leben? Wie können wir Strukturen schaffen, dass wir bei unseren Idealen bleiben können? Wir können es und müssen es dann vielleicht auch umdrehen. Guter Punkt. Können wir allen Menschen, die es eigentlich bräuchten, immer noch Schutz ermöglichen? Das ist ja die Frage. Können wir ein Asylgesetz wirklich auf alle Menschen ausdehnen, die dieses Schutzes bedürfen? Also wenn man sich anschaut, gibt es da nicht Grenzen? Ja, wenn man sich anschaut, dass es jetzt allein in diesem Jahr, ich glaube, 500 Anschläge auf Flüchtlingseinrichtungen gab und allein im September 1500 rechte Straftaten gab, in einem Monat nur, dann frage ich mich, können wir tatsächlich überhaupt diesen Menschen Schutz gewähren? Ist es in Deutschland überhaupt für diese Menschen sicher? Durch diese populistischen Debatten, die wir führen, schaffen wir überhaupt eine sichere Gesellschaft? Deshalb würde ich auf diese Frage tatsächlich nur polemisch antworten können. Okay. Ja. Herr Birdl, können wir... Stichwort Atempause. Ist es noch Politik, wenn wir sagen, jetzt kommt der Winter? Mit dem Winter kommen automatisch weniger Flüchtlinge. Es machen sich weniger auf den Weg. Kann man das noch Politik nennen? Also ich lasse mir ja ungern von denselben Leuten, die jahrelang die Dinge haben schleifen lassen. Die haben sehenden Auges einfach abgewartet. Solange die da hinten an der syrischen Grenze bleiben, haben wir das Problem ja noch nicht. Und erst jetzt, als die Leute kommen, jetzt beginnt man plötzlich zu reagieren. Man lässt ja... Auch von der Politik aus. Deshalb gibt es ja diese Verwaltungsprobleme, weil die Politik sich geweigert hat anzuerkennen, dass wir mehr Menschen hier werden aufnehmen müssen. Jawohl. Und auch noch zu unserem eigenen Nutzen, das muss man auch mal erwähnen. Hier geht es ja auch um Migration, von der wir ja wissen, dass Deutschland massive Einwanderung brauchte, um seine enorme demografische Lücke zu schließen. Stichwort Bürgermeister. Ich habe vorgestern zusammengesessen mit dem Bürgermeister von der Stadt Essen zum Beispiel. Die haben 7000 Leute. Essen ist nur eine von den Städten, die haben echt keine Kohle mehr. Kohle relativ. Haben die noch. Kohle haben die. Ja. Kein Geld mehr. Und dann fiel mir aber plötzlich ein, die Stadt Essen hatte vor ein paar Jahren noch 100.000 Einwohner mehr. Kann das denn wahr sein, dass wir jetzt keinen Platz haben für 7.000, wenn wir sie denn hier haben wollten? Und das ist für mich die Kernfrage. Sind wir bereit, nun tatsächlich auch mit Menschen aus anderen Ländern und so weiter mal neu zu diskutieren, wie es hier weitergeht bei uns? Das sollten wir selbstbewusst tun, das sollten wir mit klaren Regeln tun. Aber jetzt zu behaupten, wir könnten uns das nicht leisten, ist einfach, das ist doppelt gemoppelt, verheuchelt, ist es auch noch gelogen. Wir brauchen hier viele Menschen. Und die einzige Frage ist, nach welchen Regeln holen wir sie hier zu uns und bringen wir sie her? Und da gibt es ja nun gerade in der Union starke Kräfte, die haben noch bis vor wenigen Jahren geleugnet, dass es überhaupt Einwanderung gibt in Deutschland. Ich weiß gar nicht, das werden sie nicht wissen, weil sie noch nicht dabei waren. Aber Deutschland ist kein Einwanderungsland, das stand über jeder Tür eingemeißelt. Ja, wenn man doch leugnet, dass es Migration gibt, dann wird man sie nicht schlau gestalten können. Und genau das haben wir hier gesehen. Da ist das Argument. Was haben wir eigentlich gelernt? Was wollen wir besser machen als diese erste Zuwanderung? Ist gegebenenfalls auch eine gute Frage. Die deutsche Wirtschaft hat zunächst sehr toll reagiert. Herr Zetscher hat gesagt, das sind genau die Menschen, die wir brauchen. Andere große Unternehmenschefs haben gesagt, das ist richtig und wichtig. Wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Migration. Sie sind der Chef der Deutschen Mittelstandsvereinigung, der CDU. Warum sind die Unternehmen in den Büschen? Haben die Angst bekommen vor der eigenen Courage? Warum sagen jetzt auch Sie, es dürfen nicht zu viele kommen, wir schaffen das nicht? Warum ist dieser Impuls des Anfangs vorbei? Also da muss ich mich ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe am
Anfang September, Sie auch in Schutz. Anfang September Herrn Zetsche öffentlich kritisiert. Ich fand das unverantwortlich, dass Teile der Wirtschaft, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, vom Wirtschaftswunder gesprochen haben. Mhm. Der Chefökonom einer großen deutschen Bank sitzt in London und sagt, auf dieses Jahr habe ich lange gewartet, wir haben mehr Einwanderer als die Vereinigten Staaten. Andere sagen, wir können jetzt die Fachkräftelücke schließen. Und das führt dazu, dass wir keine ehrliche Debatte haben. Das hat mich maßlos geärgert, weil die Leute doch draußen Folgendes sagen. Guck dir die Wirtschaft an, die ziehen sich die Rosinen raus. Das sind die Rosinenpicker. Mhm. Und den Rest übergeben sie der Gesellschaft. So funktioniert es nicht. Die kulturelle Integration ist die große Aufgabe. Und das ist eine Aufgabe aller. Und da muss auch die Wirtschaft einen Beitrag leisten. Ja. Da muss ich meine Wirtschaft in den Schutz nehmen jetzt. Nein. Ich nehme jetzt die Wirtschaft in Schutz. Doch, denn ich mache die Erfahrung mit unserer Wirtschaft, dass sie absolut konstruktiv mitarbeitet. Und wir haben wirklich viele Angebote von unserer Wirtschaft im Land, die Praktikumsplätze machen. Wir haben einen Pakt geschlossen zusammen. Wir wollen Chancengarantie machen für unsere Menschen, die kommen als Flüchtlinge. Und wir begreifen das schon als Chance. Und ich bin sehr, sehr froh, dass in unserem Land die Wirtschaft gemeinsam mit den Gewerkschaften, mit den Kammern sagen, wir werden diesen Prozess gestalten. Und vielleicht noch ein Satz. Es wäre schön, wenn wir eine Atempause hätten in diesen unsäglichen Debatten über Begriffe, über die wir streiten und auch der ganzen Welt suggerieren, dass wir Politiker nicht in der Lage sind, diese Aufgabe zu bewältigen. Wir brauchen eine Begrenzung des Zustroms, da gebe ich Ihnen sogar recht. Aber wir brauchen keine Debatte jede Woche neu über die Frage, ist das jetzt die Obergrenze oder nicht. Ich finde, wir sollten alle anpacken und wir sollten vor allem Sie sollten Ihre Bundeskanzlerin unterstützen, dass sie erfolgreich mit der EU wirklich verhandelt und zu Ergebnissen kommt und auch im internationalen Bereich. Und dann wäre uns allen geholfen, dann hätten wir Regelungen für das Thema Zustrombegrenzung und wir hätten sofort angepackt, um die Flüchtlinge, die bleiben können, auch zu integrieren. Ja. Und das wäre wirklich ein richtig guter... Ja, aber das ist zu idealistisch. So einfach ist es nicht. Herr Reitz, in Europa ist gerade das Gegenteil der Fall. Genau. Der EU-Ratspräsident ist heute mit folgendem Satz zu zitieren. Nur mal. Es ist jetzt nicht Herr Orbán, es ist nicht die polnische Regierung, es ist der EU-Ratspräsident. Auf welchem Terrain versucht Angela Merkel gerade, ihre Kollegen davon zu überzeugen, dass es schön wäre, gemeinsam eine Lösung zu finden? Wird sie es überhaupt schaffen? Da sind wir nochmal bei Frau Gümüşay. Ja, müssten wir es nicht auch tun, wenn wir es nicht schaffen? Ja, das sieht im Moment sehr schlecht aus, dass sie es schaffen kann, weil sie hat wenig Druckinstrumente. Mhm. Sie hat mal damit gewunken, die in Deutschland eine Grenze wieder zu errichten, indem sie selber gesagt hat, sonst gerät das System von Schengen in Gefahr. Also das System offener Grenzen, das wir seit 1995 haben. Das hat Frau Merkel mal gesagt, das war so ein Wink mit dem Zaunfall, weil einige, vor allen Dingen die Innenpolitiker in ihrer Partei gesagt haben, wenn du das nicht tust, wirst du niemals die Europäer dazu kriegen, dass die akzeptieren, dass sie auch ein Burden-Sharing machen und für sich Flüchtlinge aufnehmen können. Wir haben eine Spaltung in Europa. Die osteuropäischen Staaten wollen auf gar keinen Fall mitmachen. Der Grund ist, sie definieren ihre Freiheit und ihre Nationalstaatlichkeit und ihr Verhältnis zu Europa völlig anders als gewachsene Europäer, die viele Jahre in der EU sind wie die Deutschen. Es ist ein Freiheitsimpuls zu sagen, wir lassen uns nicht von Brüssel regieren. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, die zu verurteilen, um blanko zu sagen, die stellen wir außerhalb unserer Solidarität. Und wir müssen sehen, einen Satz noch, wir müssen sehen, Frankreich macht ja auch nicht mit. Und das hat nichts zu tun, das wird verstärkt durch den Anschlag, aber es hat in dem Kern nichts mit dem Anschlag zu tun, denn vorher haben sie auch nicht mitgemacht. Das heißt also, letztendlich fokussiert sich die ganze Geschichte auf Deutschland und irgendwann wäre meine Sorge, ich hätte dann Sicherheitsbedenken und irgendwann sagen die Deutschen bei aller Aufnahmebereitschaft, die nach wie vor riesengroß ist, dann wird es irgendwann zu viel. Stellen Sie sich einen Moment vor, nächstes Jahr kommen noch mal 800.000, was dann hier los ist. Wenn uns mittlerweile auch die westeuropäischen Staaten von der Fahne gehen, wenn auch die Schweden sagen, wir sind überfordert. Öresundbrücke machen wir zu. Das war irgendwie ein dramatischer Auftritt dieser Ministerin der schwedischen Regierung. Geweint. Wenn wir sehen, dass wir tatsächlich auch Frankreich verloren haben, also nicht nur die Osteuropäer überzeugt werden müssen, sondern auch Schweden und Frankreich nicht an unserer Seite sind. Worauf hoffen wir dann in Europa? Wie so oft war die Geschichte ein klein wenig anders, wenn ich daran erinnern darf. Es war die deutsche Bundesregierung, die sich strikt jeder Quotenregelung widersetzt hat. Die Länder an den Außengrenzen. Haben wir hier schon diskutiert, stimmt. Ja, die Länder an den Außengrenzen haben seit Jahren gesagt, bitte, bitte. Helft uns. Es liegt in der Logik gemeinsamer Außengrenzen, stimmt, dass wir auch für die humanitären Fragen gemeinsam zuständig sind. Haben die Deutschen gesagt, njet. Der damalige amtierende Ratspräsident Wolfgang Schäuble, er hat es mir im persönlichen Gespräch noch mal erzählt,
hat damals nicht einmal zugelassen, dass darüber diskutiert wird. Und wenn nun heute die Deutschen kommen und sagen, bitte, bitte, wollen wir über die Quote reden, dann sagen die anderen, ach, komisch. Jetzt kommt ja damit, damit es nicht so aussieht, als wären wir die Oberschlauen, die das von vornherein richtig machen wollten. Da haben wir jetzt ein bisschen moralisches Problem. Darf ich noch einen Punkt ansprechen? Wir fragen uns jetzt, gehen wir jetzt zurück zum Grenzschutz? Heißt das Mauern bauen und so weiter und so fort? In meiner Heimatstadt Berlin darf ich ja sagen, dass ich das für eine ganz schlechte Idee halte. Da bin ich mit der Kanzlerin mal ausnahmsweise einig. Das sollten wir nicht tun. Oder erlauben wir, dass wir ein anderes Verfahren finden? Und hier haben wir am Tisch jetzt, Entschuldigung, ein perfektes Beispiel dafür. Wie doof muss man denn sein, wenn man so einen wunderbaren jungen Mann hier in irgendeinem Zustand der Duldung hält, anstatt natürlich zu erlauben, ja, du sollst dich bei uns einbringen. Und sogar ich kenne, ich sehe nicht so aus, ich kenne ein paar mittelständische Unternehmer. Und die sagen mir, sie haben Probleme, ihre Lehrstellen zu besetzen. Weil es nämlich Menschen gibt, wie ihn hier zum Beispiel, die dürfen keine Lehrstelle annehmen. Finden Sie das richtig? Nee. Das sollten wir ganz schnell ändern, ehe wir hier uns beklagen, dass nun so viele kommen und wir wissen nicht, was wir denn mit denen machen sollen. Dann fangen wir mal an, das richtig zu machen mit denen, die schon hier sind. Das finde ich. Das ist aber doch unstreitig. Das ist aber doch unstreitig. Ja, das ist schön. Da sind wir uns da einig. So. Es wäre der richtige Zeitpunkt, Firas, um noch mal zu fragen, hätte es für Sie irgendein alternatives Land gegeben? Warum wollten Sie ausgerechnet nach Deutschland? Denn darum kreist ja ein bisschen unsere Debatte. Was ist so toll an Deutschland? Ja. Unser Land in Syrien, wir holen immer Europa. Gibt's dort Regeln, gibt es Gesetze, gibt es niemand über die Gesetze, gibt es niemand über die Regeln. Bei uns gibt es das nicht. Gibt es Leute, die machen, was sie wollen. Gibt es keine Regeln für diese Leute. Ist so leider bei uns. In Deutschland und Amerika, wir holen immer in Nachrichten, im Fernsehen sehen wir das, dass dort alle Leute gleich behandelt, dort sind alle Menschen. Und gibt es in Europa und Amerika, wir sehen, dass es viele Arbeitsmöglichkeiten immer gibt, Studium. Weil bei uns zum Beispiel in Syrien, wenn ein Arzt kommt aus Deutschland, dann, er ist der perfekte Arzt und er kann alle Krankheiten behandeln und so. Ja, er ist eigentlich Gott. Ja, und, in Weiß, und ja. Das ist eine Idee immer in unserem Kopf, wegen dass die Leute sagen, wir wollen, wir möchten nach Deutschland, nach Amerika, nach Kanada, weil dort unsere Zukunft, gibt es Zukunft für uns, für unsere Kinder auch. So, und jetzt war die Diskussion, warum nicht nach Frankreich? Warum nicht nach Polen? Auch ein reiches Land. Warum nicht nach Großbritannien? Ja. Hätten Sie auch dahin gehen können? Nach Großbritannien, wenn die Leute gehen nach Großbritannien und stellen einen Asylantrag. Erstmal dauert es sehr lange. Das ist in Deutschland nicht anders? Nicht mit allen, ja. Okay. Dauert manchmal sehr lange und dort gibt es mit der Familie Nachzug immer Probleme. Zum Beispiel ja, in Großbritannien, Frankreich auch, gibt es nicht alle Leute. Und gibt es noch diese Probleme mit Dublin-Verfahren, die Fingerabdruck. Wenn die Leute auf dem Weg nach Deutschland sind, die müssen einen Fingerabdruck in Ungarn machen. Ich habe viele Videos gesehen auf Handys von unseren Bewohnern, wie die Leute in Ungarn gehandelt sind. Die müssen diesen Fingerabdruck, das ist nicht freiwillig. Gibt es Security-Leute, gibt es Polizei, die müssen das. Wir wollen nicht und schlagen diese Leute, wenn die machen das nicht. Und dann gehen die Leute nach Großbritannien, stellen einen Asylantrag, oh, du hast einen Fingerabdruck in Ungarn gemacht. Und zurück jetzt, Abschiebung. Frankreich auch, Schweden auch. Deutschland sagt, okay, für solche Leute, die Dublin-Verfahren ist geschlossen, beendet. Die dürfen auch in Deutschland einen Asylantrag stellen. Und wegen dass die Leute sagen, dann gehen, wenn die meisten Leute, die sind nach Deutschland gekommen, die haben Fingerabdrücke in Ungarn, in Bulgarien und in anderen europäischen Ländern. Und dann die einzige Möglichkeit ist in Deutschland. Und damit sind wir bei der nächsten deutschen Diskussion. Danke. Bitte. Wenn denn dahin wollen wir wieder abschieben. Wir wollen in die sogenannten dritten, sicheren Drittstaaten ja eigentlich wieder abschieben. Ab wann machen wir das, Herr Lindemann? Ab jetzt passiert das? Es ist im Paket, im ersten Asylpaket gewesen, dass wir abschieben, auch ohne Ankündigung, weil das Problem ist, dass viele dann untertauchen. Es gibt 250 bis 300.000 Menschen in Deutschland, die sind untergetaucht. Wir wissen nicht, wo sie sind. Wir wollen auch wahrscheinlich gar nicht wissen, wovon sie leben.
Das haben wir umgesetzt. Leider wird es nicht überall in den Ländern umgesetzt, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Die rot-grüne Regierung setzt das nicht um. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn jemand kein Bleiberecht hat, dass wir dann auch schnell abschieben. Auch das sind Signale, die wichtig sind, damit wir Platz haben für Menschen, die wirklich in Not sind, die wirklich individuell bedroht sind. Darum geht's. Aber nochmal, das Ganze geht nur mit Hilfe der Europäischen Union. Dass wir können eine Kontingentlösung. Das können Sie auch national machen. Nein, Entschuldigung, die Kontingentlösung geht nur über Europa. Und da muss auch gesagt werden, auch in Bulgarien, auch Rumänien sind sichere Staaten. Auch dort müssen Kontingente angenommen werden. Und wenn dann Flüchtlinge das Land verlassen und fahren nach Deutschland, dann muss gesagt werden, nein, du musst zurück. Dann gibt es eine Rückfahrkarte. Und wenn es das dritte Mal passiert, dann muss man fragen, willst du wirklich nach Europa? Und das ist das Problem. Und das ist auch die Sorge, die ich habe im Moment bei der Europäischen Union. Dass gar nicht der Wille da ist zu so einer Lösung. Man hält sich auch gar nicht mehr an Regeln. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, beim Euro haben wir das erlebt. Wir haben gesagt, man führt nur den Euro ein, wenn kein Land für das andere haftet. Machen wir jetzt faktisch nicht mehr, Stichwort Griechenland. Dann haben wir gesagt, Schengen machen wir nur, also die Binnengrenzkontrollen abschaffen, nur unter der Bedingung, dass die Außengrenzen gesichert sind. Auch das funktioniert nicht mehr. Dann muss ich mir die Frage stellen, dass Rechtsbrüche in Europa gar nicht mehr geahndet werden. Aber wenn der ganz normale Bürger ein Knöllchen hat, da geht es bis zur letzten Moment, Instanz. Die Spielregeln, die Spielregeln bei den Flüchtlingen. Die Spielregeln bei den Flüchtlingen hat ihre Kanzlerin außer Kraft gesetzt und niemand anders. Und das war nicht ein anderer. Ungarn behauptet, der verhasste Herr Orbán behauptet mit einigem Recht, er hält sich an die Dublin-Regeln und damit an europäisches Recht und Gesetz. Von Merkel hat sich nicht dran gehalten. Ja, und de facto existiert Dublin natürlich auch nur noch auf dem Papier, weil die Länder des Südens sind ja de facto nicht in der Lage, siehe Griechenland, sich um die Größe, in der Größenordnung um die Flüchtlinge zu kümmern. Oder gehen Sie davon aus, dass Dublin noch existiert? Existiert der Vertrag noch? Ich halte mich erstmal an das, was mir von der Kanzlerin erzählt wird. Die sagt, ich will Schengen halten und ich will Dublin halten, weil ich europäisches Recht halten will. Und dann will ich investieren in Hotspots in Griechenland und im Nahen Osten. Will ich an Erdogan 3 Milliarden geben, damit er dafür sorgt, dass hier weniger Flüchtlinge ankommen. Ob das alles funktioniert, wollen wir sehen. Den Ansatz verstehe ich, der ist auch sehr rational. Das ist das, was im Moment angestrebt wird. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, dass man sich von Seiten der Bundesregierung in die Hände eines Autokraten wie Herrn Erdogan begibt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist dann tatsächlich eine politische Lösung der jüngsten Zeit. Auch das schauen wir uns kurz noch mal an. Frau Gümüşay, soll uns die Türkei jetzt die Flüchtlinge vom Hals halten? Ich finde, was wir damit tun, ist, wir sehen diese Menschen prima als Problem. Ist auch das, was mich an Ihnen leider stört, Herr Lindemann, dass Sie so tun, als wären Sie so die Stimme des Volkes. Und jetzt muss man auf den Tisch schauen, die Wahrheit sagen so. Einfach mal an der Realität bleiben und die realen Diskussionen führen. Was Sie machen, ist, Sie problematisieren diese Menschen. Auch das, was wir jetzt wieder gemacht haben, indem wir der Türkei die Verantwortung gegeben haben und die Probleme vor uns weghalten. Wir versuchen einfach nur, die Augen zuzumachen vor den realen Schicksalen und versuchen einfach nur, die Probleme, wie auch schon im Beitrag gesagt worden ist, outzusourcen. Wir werden aber damit unserer Verantwortung nicht gerecht. Wir werden damit, und ich möchte es wiederholen, wir werden damit unseren eigenen Idealen nicht gerecht, unserem eigenen Grundgesetz nicht gerecht. Und ich finde es schade, dass wir in Zeiten von, finde ich, ideellen Krisen, wo es um Werte geht, es nicht schaffen, unsere eigenen Werte beizubehalten. Und das macht mich, verunsichert mich. In was für einem Land lebe ich, wenn durch solche Diskussionen, durch solche Vorfälle, durch solche Ereignisse nun plötzlich Grundwerte plötzlich in Frage gestellt werden. Aber Grundwerte sind nicht absolut. Grundwerte sind nicht absolut. Die muss man auch leben und die muss man auch leben können. Deswegen, unsere gesamte Konstruktion, unser Asylrecht, ist gemacht wirklich für kleinere Zahlen. Wir hätten überhaupt kein Problem, wenn wir 100.000, 200.000, 250.000 hätten aufnehmen sollen. Das wäre kein Problem. Ein Jahr, 1 Million schaffen wir vielleicht auch noch. Danach wird es aber wirklich schwer. Und dann stellt sich doch die Frage, ob Sie nicht die Werte dadurch gefährden, dass Sie sagen, ich nehme schrankenlos auf. Das kann es nicht sein. Ja, aber wir machen das. In der Türkei sind es 2,2 Millionen Türker zurzeit. Und so bitter das jetzt auch ist mit Erdogan, das muss ich sagen. Aber trotzdem ist es natürlich richtig, sich mit ihm zu unterhalten. Nämlich, wir können es, glaube ich, wirklich nicht verkraften, dass diese 2,2 Millionen Menschen sich demnächst auch noch auf den Weg machen, weil sie dort nicht gut
gut behandelt werden. Also insofern finde ich das schon richtig, dass man im Dialog ist und auch dafür sorgt. Die Türkei bekommt Geld von der EU dafür, um uns die Flüchtlinge nicht nach Deutschland, nicht nach Österreich, nicht in andere Länder Europas zu schicken. Wird sie dieses Aufhalten der Flüchtlinge immer mit rechtsstaatlichen Mitteln tun können? Natürlich nicht. Aber das ist uns dann egal. Traditionell, und Sie werden das Beispiel auch kennen, wir haben vor ein paar Jahren noch mit einem gewissen Herrn Gaddafi, Sie erinnern sich, das war ein weltweit gesuchter Terrorführer, ziemlich wahnsinnig. Der war plötzlich unser Freund und Menschenrechtsbeauftragter. Als er uns nämlich versprochen hat, pass mal auf, Freunde, ich halte euch die Leute vom Hals, wenn ihr mal richtig zahlt. Der wollte übrigens 30 Milliarden und die hätte er auch bekommen, weil nämlich, muss ich auch noch mal sagen, Geld spielt überhaupt gar keine Rolle, gell? Das haben wir dann schon, wenn wir es schaffen, jemanden zu finden, der uns ein Problem löst. Weil wir das ja so sehen, dass die Menschen, die kommen, vor allen Dingen ein Problem sind. Mhm. Und das ist der Fehler. Gaddafi damals, da gab es die Foltercamps in Dings. Wenn wir jetzt dieses einer türkischen Sicherheitskraft überlassen dort, in dem Zustand, in dem sie sind, vielleicht auch noch mit unseren Waffen ausgerüstet, dann gute Nacht. Dann natürlich gehen unsere Ideale, unsere Werte und so weiter, die eben keine Obergrenze haben, da widerspreche ich Ihnen ja, die gehen natürlich baden dabei. Brauchen unsere wir, Glaubwürdigkeit in dieser Welt. Brauchen wir, dabei. Das ist die Frage, brauchen wir, um Menschen, die nach Deutschland kommen und die wie Firas vor anderthalb Jahren, wie viele andere jetzt in diesem Jahr hierher gekommen sind, klug und wirklich zu integrieren, brauchen wir eine Begrenzung, um das auch wirklich zu schaffen, ist die Frage. Was ich total dieser toll Connex finde, wird was auch meine Erfahrung ist, ich habe ja die letzten Monate mit Flüchtlingen verbracht, die gerade ankommen in Europa. Und das sind derartig glühende Europäer. Die glauben an all diese Ideale, die glauben an diese Menschenrechte, die glauben an alles, was Sie hier auch noch mal gesagt haben. Die übertreffen uns auch darin vielleicht. Ja? Und das fand ich besonders beeindruckend, wollte ich hier noch mal erwähnt haben. Wenn wir sie hier zulassen würden, würden wir auf jeden Fall was gewinnen. Aber da ist in Ihrer Logik auch ein Knick. Würden wir das tun, weil wir rechtzeitig erkannt haben, dass wir es sowieso tun müssen und würden das immer schön in Häppchen getan haben mit 150.000, dann hätten wir das Problem nicht. Jetzt kommt die Welle und jetzt schreien wir. Jetzt haben wir noch Zelte für die Menschen, es wird kalt. Nee, wir wissen, dass wir sie nicht gut unterbringen. Ganz klar. Wir sind weit entfernt von Integration. Ach, Zelte sind natürlich eine ganz schlechte Lösung. Ich bin Berliner, Sie haben es Tempelhofer Feld angesprochen. Jetzt sage ich mal, wir haben ein herrliches Gebäude, den Hauptstadtflughafen BER. Der steht frei, der ist geheizt und die S-Bahn fährt jeden Tag zweimal leer hin und her. Das können wir nutzen, das Gebäude. Natürlich haben wir Möglichkeiten dafür. Und da sind wir, Frau Dreyer, noch mal bei genau der Frage, müssen wir schon deshalb eine Grenze irgendwie definieren, damit wir nicht wieder die Fehler der 70er Jahre machen, sondern die Menschen wirklich integrieren und sie wirklich eine Chance haben und wir nicht hoffen, dass sie zurückgehen. Also zwei Sachen sind wichtig. Ich glaube, die Definition der Grenze ist ein Problem, weil Grundrechte nicht begrenzbar sind. Aber wir müssen die Fragen lösen und deshalb müssen wir auch so schlimme Dinge machen, wie mit einem Erdogan sprechen, weil wir können nicht einerseits sagen, die Außengrenzen sollen gesichert werden und andererseits nichts tun. Und das andere ist, wir müssen bei der Integration sofort anfangen und wir müssen darauf achten, dass wir alle mitnehmen. Das ist aus meiner Sicht die größte Sorge, die wir haben müssen. Andrea Nahles sagt, 10% sind integrierbar von den Flüchtlingen, die kommen. Auch solche Zahlen will ich nicht bestätigen, weil ich muss auch sagen, die Kinder und jungen Leute, die zu uns kommen, sind bildungswillig. Die wollen wirklich einfach nur lernen, lernen, lernen. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Geduld damit, aber es ist klar, wir müssen für alle etwas tun in unserer Gesellschaft. Also für alle preisgünstigen Wohnraum bauen, auch für die arbeitslosen Jugendlichen in unserem eigenen Land etwas tun und für die Flüchtlinge etwas tun, damit nicht dieses Gefühl aufkommt, dass die Menschen Nachteile dadurch haben, dass wir es ernst meinen mit der Integration. Herr Reitz, verspricht die Politik da jetzt nicht das Blaue vom Himmel, indem sie sagen, wir bauen Wohnungen für alle, natürlich für alle sozial Schwachen, wir wollen nicht unterscheiden zwischen den Flüchtlingen, die sozial schwach sind und den Deutschen? Ich bin ja keine Glaskugel, ja? Woher soll ich das wissen? Wird das in 5 Jahren so also, sein? Tatsache, halten wir uns an die Fakten. Frau Nahles hat Ihre Parteifreundin Frau Nahles hat unterstellt in ihrem Haushalt, dass 330.000 Menschen zusätzlich in Hartz IV fallen.
So, die Zahlen, die ich kenne vom Handwerk, aus der Industrie, von Frau Nahles selber, die sagt, nur jeder Zehnte schafft es sofort in den Arbeitsmarkt. Bei den anderen braucht man noch Jahre. Das ist einfach eine unseriöse Rechnung. Und dann wird das Geld eben nicht reichen. Mhm. So, das ist nicht seriös. Das verspricht die Politik, schlittert da in eine Lüge rein. Wir haben aber auch gesagt gestern, dass wir noch Geld brauchen für die Integration. An dieser Stelle jetzt das Blaue vom Himmel versprochen, damit wir alle glauben, man tut sowohl etwas für die sozial schwachen Deutschen als auch für die Flüchtlinge? Also ich denke, dass es durchaus möglich ist, genau das zu tun. Und zwar fängt das bei ganz grundlegenden Dingen an. Also erstmal zunächst einmal tatsächlich um Integration, schwieriges Wort, aber um das gelingen zu lassen, müssen wir tatsächlich diesen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie schnell Arbeit finden, dann nicht nur Arbeit finden sozusagen. Aber es ist schwer, darüber reden wir gerade. Genau, aber nur 10% aber die Wirtschaft ist ja bereit. Und vor allem müssen wir, wenn wir auf diese Menschen zugehen, nicht auf sie zugehen, also quasi Niedriglohnsektor oder nur in bestimmten Bereichen, sondern ihnen die Möglichkeit geben, in unserer Gesellschaft aufzusteigen. Das sind potenzielle Unternehmer, das sind potenzielle Menschen, die Sozialunternehmer vielleicht auch werden und Dinge gründen und unsere Wirtschaft mitgestalten. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie haben ja mehrmals gesagt, wie können wir es vermeiden, dass wir die Fehler der Vergangenheit wiederholen? Und ich finde, ein Fehler, der sich immer noch durchzieht, und ich dachte, wir wären jetzt so weit und bin traurig, dass es immer noch nicht so ist. Sie haben es erwähnt, wir sind ein Einwanderungsland, aber wir sprechen nicht wie ein Einwanderungsland. Wenn wir von Deutschen sprechen, meinen wir nicht die Menschen, die zu uns geflüchtet sind. Wir meinen auch nicht die Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Wir meinen immer noch Herkunftsdeutsche. Wenn wir sagen, meinen wir immer noch nicht all die Menschen, die in unserem Land leben und dieses Land mitgestalten. Wir meinen immer noch nur Herkunftsdeutsche und alle anderen sind immer noch die Fremde. Und wenn wir anfangen, ein neues Wir-Gefühl zu starten, wenn wir sagen und damit andere Menschen mitmeinen, dann erst können wir tatsächlich auch über diese Debatte reden in einer konstruktiven Art und Weise, weil wir nicht jemanden sehen, dem wir helfen oder den wir, der irgendwas machen muss, der sich an uns anpassen muss, sondern wir verstehen, dass wir gemeinsam etwas tun. Und eine letzte Sache noch. Was wir tun ist, wenn wir das Deutschsein ist eine Identität, das sich exklusiv definiert. Das heißt, wir wissen, was nicht deutsch ist, wir wissen aber nicht, was deutsch ist. Wenn ich mich integrieren möchte, weiß ich nicht, was ich tun muss. Ich kann die Sprache lernen, ich kann mich ausbilden und so weiter und so fort, bin aber immer noch die Fremde. Es gibt sozusagen keine Ticklist, keine Liste, die man abhaken kann. Wenn wir anfangen, aber deutsch sein, über unsere Werte zu definieren, für die wir dann auch einstehen, dann können sich viel mehr Menschen zugehörig fühlen, viel mehr Menschen fühlen sich inbegriffen, wenn wir von einem Wir sprechen, und viel mehr Menschen werden sich auch ganz natürlich integrieren und werden ganz natürlich Teil dieser Gesellschaft. Und diese Probleme, von denen wir sprechen, sie rühren daher, dass wir Rassismus in unserer Gesellschaft haben, dass wir Fremdenfeindlichkeit haben und bestimmte Stereotype haben. Und diese Probleme kommen nicht aus dem Nichts. Diese Probleme können wir auch beheben, wenn wir über diese sozialen Themen sprechen. Wie wird Helene Mann, wie wird die Bundeskanzlerin durch den Parteitag in 10 Tagen kommen? Ich glaube, dass es ein Signalbedarf, ein glaubwürdiges der Begrenzung. Und dafür kämpfen wir. Es wird eine harte Auseinandersetzung geben auf dem Parteitag, eine Debatte. Ich finde das gar nicht schlimm. Für eine Volkspartei tut das auch gut. Es gibt unterschiedliche Meinungen hier und da und ich freue mich drauf. Frau Dreyer hat sich zu der politischen Situation schon verstanden. Feras muss uns noch sagen, wo sehen Sie sich in 10 Jahren, Feras? Haben Sie dann hier in Deutschland studiert und arbeiten bei, weiß ich nicht, einem tollen medizintechnischen Unternehmen? Oder gehen Sie zurück nach Syrien? Ich habe versucht, dieses Jahr mein Studium weiterzumachen hier in Deutschland. Hat leider nicht geklappt mit mir dieses Jahr. Ich versuche wieder nächstes Jahr. Und mein Wunsch ist, dass ich kann mein Studium hier, das gleiche Fach, Medizintechnik, was habe ich 2 Jahre studiert in Syrien. Ich will weiter studieren und ich will wirklich was Gutes tun für dieses Land, weil Deutschland hat alles gut mit mir gemacht und ich will was zurückgeben. Dann machen wir hier mal einen Punkt und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank. Ich gucke einmal schnell in diese Kamera. Ich sage, dass Carsten Linnemann die nächsten 30 Minuten Ihnen noch für all Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Darf mich bei der Runde sehr herzlich bedanken. Auch dafür, dass ich heute irgendwie immer nur unterbrochen zu verstehen war. Vielen Dank auch dafür für Ihr Verständnis. Ohnehin bei Markus Lanz sitzen jetzt Julia Klöckner und Anja Reschke. Bleiben Sie einfach im Zweiten und nächste Woche Donnerstag sehen wir uns wieder. Tschüss, vielen Dank. Bleiben Sie heiter.